Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Krefeld-Pinguine gegen Red Bull München mit dem Ergebnis 0:2. 3.667 Zuschauer in der Halle. Zu meiner Linken Gästecoach Don Jackson, zu meiner Rechten Franz Fritzmeier. Der Gästetrainer, bitte. Ja. Guten Abend zusammen. Wir haben gesehen, der Krefeld war sehr gut vorbereitet bei Franz. Es war ein intensives Spiel. Von zwei guten Mannschaften. Beide Torhüter waren herausragend. Wir haben das wichtige erste Tor geschossen. Wir sind in der Defensive gut gestanden. Und dennoch, sie haben wir gute Chancen kreiert. Und ja, viel Glück. Nächstes Spiel, Franz. Good job gemacht. Ja, guten Abend und vielen Dank, Don. Und natürlich Gratulation zum Sieg. Ich kann mich eigentlich seinen Worten nur anschließen. Ich denke auch, war ein sehr intensives, sehr gutes Eishockeyspiel. Beide Mannschaften waren, denke ich, sehr, sehr gut vorbereitet. München ist, wissen wir, ist absolute Top-Mannschaft. Ja, Don, seine Mannschaften sind immer vom System her sehr, sehr stark und auch läuferisch sehr stark. Wie er sagt, das erste Tor war sehr wichtig im Spiel. Wir hatten davor mit Marcel Müller in Unterzahl eine Riesenchance. Wenn wir die reinmachen, wäre vielleicht positiv für uns gewesen. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir insgesamt sehr gutes Eishockeyspiel gesehen, auf dem wir aufbauen können. Und wie gesagt, da müssen wir das Positive absolut mitnehmen. Danke. Gibt es Fragen der anwesenden Pressevertreter? Das ist nicht der Fall. Dann geht es für die Pinguine weiter am Sonntag in Schwenningen und am Dienstag schon wieder hier, wenn die Augsburger zu Gast sind. Schönen Abend.